Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, ja, ich glaube, dass die CSU mit diesem Dringlichkeitsantrag durchaus ein bisschen ein schlechtes Gewissen hatte. Ja. Wir wissen alle, dass zu Corona-Hochzeiten, und da kommen ja die Probleme für die derzeitige Krisenlage bei den Reha-Kliniken auch her, war die CSU mit an Bord in Berlin. Das darf man nicht vergessen. Unter der Ära Merkel ist das meiste passiert und beschlossen worden. Und auch hier in Bayern hat man willig das Ganze umgesetzt und voll mitgetragen. Wir kennen alle die Probleme. Ich selber komme aus der Region, Gesundheitsregion Rosenheim mit Bad Aibling, Bad Fallenbach, Bad Endorf, Bried am Chiemsee mit der Gesundheitswelt im Chiemgau, die sehr stark von der Reha-Kliniken geprägt ist. Und wir hatten zahlreiche Zuschriften und Anrufe in meinem Bürgerbüro aus diesen Betrieben, aus diesen Kliniken, wie es dort zur Zeit der Corona-Krise dann abgelaufen ist. Und natürlich hängt das Ganze nach, und es hängt dann natürlich auch das nach, was eigentlich für die Patienten das Schlimmste ist, nämlich, dass Operationen, die aufgeschoben wurden, jetzt allmählich erst abgearbeitet werden können. Und dazu gibt es natürlich dann diese Lücke im Bereich der Reha-Kliniken. Deswegen muss man wirklich was tun, das ist richtig. Was wir nicht mittragen, ist natürlich, dass diese Kostensteigerungen jetzt aufgrund des russischen Angriffskrieges sind. Nein, es ist die EZB-Inflationspolitik gewesen. Aber das ist eine Nebensache, meine Damen und Herren. Ja, Bayern muss sich auf Bundesebene stark machen. Bayern muss hier in Berlin anklopfen, denn in Berlin wurden diese Entscheidungen maßgeblich falsch getroffen. Und ja, wir schließen uns diesem Dringlichkeitsantrag der CSU an. Es ist durchaus ein Kernthema, wie Sie dann weiter unten schreiben. Geriatrische Rehabilitation, die für die Vermeidung von Pflegebedürftigkeit höchste Bedeutung hat, das ist AfD-Kern-DNA, meine Damen und Herren. Das hat die CSU auch vollkommen richtig in der Sache erkannt und schön abgeschrieben. Nichtsdestotrotz, die Corona-Maßnahmen sind in Berlin eben entstanden, und wir müssen sie auch dort bekämpfen. Der Bund ist eben genau für diese Sachen zuständig, eben was die betrieblich-organisatorische Förderung angeht, etc. etc. Leider hat es die FDP leider so nicht erkannt. Dieser Dringlichkeitsantrag, der auf die Schnelle nachgezogen wurde, erinnert mich ein bisschen eher an einen Anruf aus Berlin, dass man hier was dagegen setzen muss. Hier sollen Mittel des Freistaats für Aufgaben des Bundes verwendet werden. Das ist mit uns natürlich nicht zu machen. Wir schützen unsere bayerischen Steuerzahler davor, dass wir hier diese Aufgaben auch noch übernehmen müssen. Deswegen ist es mehr als dilettantisch, und wir lehnen diesen Antrag ab. Vielen herzlichen Dank, und ich wünsche euch allen noch eine schöne Sommerpause. Dankeschön.